Im Meisterschaftsspiel zwischen dem EC Oilers Salzburg und dem EV zunächst einmal den meist spielenden Gastgeber, die mit Maximilian Schreck auf dem Topic an der Buch. Jetzt Schuss! Tor 1:0 durch Tobias Bonner. Keine Chance für Westbrunn, um da irgendetwas zu machen. Wirklich sehr schön herausgespielt. Und die Oilers setzen nach. Schöne Kontermöglichkeit. Legt sich der Buchs sehr weit vor. Schuss. Und Tor zum 2:0. Die Nummer 11, Seth Benzow, war erfolgreich. Und dieses 2:0 auch der Spielstand nach dem ersten. Das zweite Drittel begann für die Oilers alles andere als optimal. Fährt auf das Tor zum Schuss. Tor zum 1:2 aus Sicht der Gäste. Hannes Kotinski war erfolgreich und ließ Maximilian Schweiger nicht den Funken einer Chance. Und es sollte noch dicker kommen. Wiederum waren die Wiener von der Abwehr der Oilers nicht attackiert. Schuss! Nachschuss und Tor zum 2:2 durch Maximilian Beuer. Auch da war dieser Schuss absolut unhaltbar. So sollte man nicht agieren, wenn man ein Spiel gewinnen will. Doch die Oilers gaben nicht auf. Sie erzielten in diesem zweiten Drittel noch zwei weitere zum Rennen sehr sehenswerte Tore. Pass, Schuss, Tor! Das war das 4:2 durch den Nummer 25 David Wechselberger. Damit gab es wiederum einen weiteren Treffer. Spielstand nach 40 Minuten. Schlussdrittel gehörte wieder dem Platz. Wird auf das Tor zu und Tor zum 5:3 durch Alexander Zokas, der wiederum den Punkt mustergültig im Tor unterbrachen. Und der Lenkerkorkelers blieben im Puck. Fährt zum Schuss, Tor zum 7:3 durch Kevin Ferstl. Der Endstand lautete klar und auch mit dieser Höhe absolut verdient. 9:3. Weil es feierten damit einen sehr, sehr wichtigen Sieg.